So. Die Pumpe pumpt. Und da kommt der erste Festbrennstoff. Jetzt bauen wir den ganzen Mist wieder ab. Das ist einer der Gründe, warum ich so gerne schnell hochteche, weil ich nämlich keinen Bock darauf habe, ständig wieder alles umzubauen. Ups. So. Können wir das auch ordentlich führen? Kohle einsacken. Nein. Richtig. Wir wollen das ja nun auch nicht unbedingt verschwenden. So, da kommt der Festbrennstoff und man sieht, boah, ja, das sieht erst so ein bisschen wenig aus, aber wir haben riesen Produktion. So, und solange sich hier nicht staut, ist das eine kontinuierliche Produktion hier. Ich gucke da, ja, da kann man noch zwei Module einsetzen. Die Module sind dazu da, das Objekt zu verbessern. In Arbeitsgeschwindigkeit, in Stromverbrauch, in was auch immer, gibt es verschiedene Module für. Und du noch. Dann hoffe ich mal, dass wir schon ein bisschen Munition wieder produziert haben. Blaue Forschungspakete brauchen wir, ne? Für den nächsten Forschungsschritt. Oh, schön. Schön, schön, schön. Was benötigt ihr denn? Batterien, die roten Schaltungen, intelligenter Knickarm und Stahlträger. Boah. Boah, sage ich da mal. Das wird auch ein Fabrikationskomplex. Genau, Kupfer wollte ich nachgucken, ob das ausreicht. Vier Stück sind durchgehend entgangen, von daher ja. So. Lichtbogenofen. Was brauchen die roten Kunststoffstangen? Ja, Batterien, Kunststoffstangen und so weiter, das sind Dinge, die wir aus der Ölraffinerie bzw. Chemiefabriken bekommen. Ihr bekommt zu wenig Zahnräder. Du bekommst zu wenig Metallplatten. Warum bekommst du zu wenig Metallplatten? Die Ausbeute an Metallplatten ist eigentlich gut. Schauen wir mal, ob es so besser passt. Ich glaube, das Ding hier brauche ich gar nicht mehr. Der müsste ja schnell genug sein, um alles wegzuarbeiten.
reicht hier nicht aus. Das wundert mich jetzt aber gerade, dass sie nicht ausreichen dafür. Ja, die roten Schaltkreise müssen wir erstmal in der Hosentasche herstellen, glaube ich. So, jetzt suche ich mir eine Chemie-Ecke. Da haben wir reichlich. Schauen wir mal nach. Da haben wir 91%, 169%, 100%, 128%. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da hätten wir auch noch ein großes Vorkommen. Ups. Dann könnte man nämlich... Ups. Hierbei gehen, da sind ja jetzt irgendwie nicht wilde Ressourcen außer Kohle und reserviert halt den ganzen Bereich für Chemieproduktion. Na, Mist, kann sie nicht sehen. Ich musste komplett rumlatschen. Größeres Eisenvorkommen, das wir anzapfen können. So, schauen wir mal. 125, 188, 210, 194, 192, 175, 82. Das sollte genügend Öl sein für die nächsten 10 Millionen Jahre. Also das Öl geht ja eh nicht aus, aber von der Produktionskapazität, da können wir, glaube ich, einige Raffinerien mit versorgen. Bisschen Hölzli wegnehmen, mich über den Stein ärgern, wieder zum Eisen gehen. Das Eisen ist gut, weil im Chemiebereich brauchen wir auch Eisenplatten zum Verarbeiten. Die können wir dann von hier aus klauen. Achso, mir sind meine Hämmerchen ausgegangen. Stahlspitzhacken. Verbrauchen wir mal den Stahl dafür. Der ist tatsächlich aufgebraucht. Ach, 5 Träger für eine. Boah. Das lohnt sich ja gar nicht. Also momentan noch nicht. Ja. Dieses kleine Eiseneckchen werde ich vielleicht dann noch umwandeln in Stahlproduktion. Jim. Wie sieht das aus mit Strommasten? Ich kann die anderen Strommasten noch nicht bauen. Da kriegen wir dann Strommasten, der etwas größer ist als der. Der hat dann ein größeres Einzugsgebiet. Und dann kriegen wir noch einen Hochspannungsmasten sozusagen. Damit können wir dann über größere Strecken den Strom transportieren. Die sind dann ungemein praktisch. Da muss man nicht mit diesen alten Holzpfählen arbeiten. Stahl. Du hast gar keine Munition. Jetzt bekommst du welche. Haben nur die Hälfte. Ich hätte gern den Lichtbogenofen. Wäre schön, wenn der mal fertig wäre. Da gehen mir jetzt die Eisenplatten aus, ne? Genau, dann latsche ich schon wieder zurück. Ja, könnt ihr mir dabei zugucken, wie ich hin und her renne. Ich werde, glaube ich, nicht auf Solarzellen umsteigen. Ich will hier... Oh. Da haben wir ja eine Handvoll. Ich werde das mit den Dampfmaschinen machen. Die Umweltverschmutzung ist mir vollkommen egal. Und... Werde. Und ich habe einen totalen Hänger gerade. Und werde. Ich mache das mit den Dampfmaschinen und werde einfach Verteidigung dazu aufbauen. Mit den Solarzellen ist ja das Problem, die brauchen dann Akkumulatoren, um Energie für die Nacht zu speichern. Das nimmt riesen Gebiete ein. Ist halt umweltschonend, aber das war es dann auch. Ups.
Und ich gehe davon aus, dass dieses Chemiewerk noch eine ganze Weile reichen wird. Wie? Bei euch kommt kein Wasser an? Warum kommt bei euch kein Wasser an? Bei dir kommt nur noch 0,4 Wasser an. Warum das denn? Warum das denn? Habe ich noch eine Pumpe? Brauche ich noch eine Pumpe? Ich hatte, glaube ich, eine zweite hergestellt, ne? Oder? Ja, das dauert jetzt einen Moment. Ach, erstmal strecken. La 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 la. Dann kommst du mal dahin. Dann kommst du weg. Und der Strom ist ausgefallen. Du kommst dahin. Denn jetzt nehme ich dich weg. Und, ups. So, nee, das war ja falsch. Den muss ich wegnehmen. Aber mir kam da noch ein anderer Gedanke, was ich forschen sollen sollte. Ah, nämlich die da. So. So, jetzt kommt hier nämlich auch wieder Wasser an, obwohl da kommt so gut wie gar kein Wasser an. Da sind wir von 0,4 auf 1,1 hoch. Das reicht für den da nicht aus. Warum habe ich denn gerade so ein Wasserproblem? So, wie viel kommt da raus? 6,2. Das hat irgendwie nichts gebracht, ne? 1,1. 0,0. Du mal weg. Nein, Mist. Machst du dich daran? Jetzt kommt hier auch Wasserdruck an. Da nicht wegnehmen, die müssen ja die versorgen, ne? Mist. So. Ja, da mache ich hier gerade die Überlegung und ich werde hier, ja, ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Dass ich da so unüberlegt gebaut habe, sage ich mal. Nein. Nein. So. Nein. Ja. Aber was soll's? Aber was soll's?
Schau mal. Jetzt stimmt der Wasserdruck wieder. Die Leistung steigt. Rechts unten sieht man das. Für verfügbare Leistung geht hoch. Ja. Ups. Machen wir die nochmal hin. Ich hatte, glaube ich, diese Kante genommen. Und ich befürchte, ich habe nicht berücksichtigt, dass ich da auch eine Rohrleitung ziehen muss. Nein! Oh. Schönes Förderband. Robotik. Ich mach mal das, damit wir etwas Öl lagern können, falls wir das doch tun müssen. So. Jetzt hast du natürlich ein zu wenig gebaut. War ja klar. Bam, 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 bam. Und überlegen muss ich schon wieder. Da muss dann die nächste Leitung gezogen werden. Da müssen wir aber vorher die hier setzen. Halt. So. Und ich habe es gerade gesehen, ich habe zu wenig davon. Nö, da hatte ich noch welche liegen. So. Und das ist jetzt ärgerlich, weil ich hier nicht mehr durchkomme. Dann werde ich hier die andere Leitung setzen müssen. Nämlich die hier, die in den Boden geht. Halt. Nein. Ich baue mir auch was zurecht. So. Nach da. So, dann habe ich hier noch einen Durchgang. Gut ist. Ja, aber an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal ein Päuschen machen und beenden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.